Hallo an die Geräte zu Hause. Es ist Mittwoch, der 27. März und wir haben ziemlich genau 15 Uhr. Vor euch liegt der Chart vom Nasdaq, wieder 2 Wochen her. Die letzte Analyse hatte ich gemacht hier an dieser Kerze. Leider ist mir da ein Fehler unterlaufen bei dem Beschreibungsbild. Da sprach ich von einem Widerstand bei 7200, aber im Film, und so war es auch richtig, sprach ich von der 7300. Ja, da sind wir hier. Das war ein Widerstand. Das habe ich festgemacht seinerzeit an diesem Hanging Man hier, dieser Kerze vom 17.10. letzten Jahres. Wir sind dann über diese 7300 drüber und haben sogar ein Hoch markiert bei 7509. Dann kam eine kleine Korrektur. Ich wurde gefragt, ob das jetzt hier ein sogenannter Marubozu ist. Das ist eine Candlestick-Formation, also diese große schwarze Kerze, das ist es nicht, ich hole es mal näher ran. Ein Marubozu ist eine Kerze, die den gesamten vorangegangenen Körper ummantelt. Also das Ding hier hätte jetzt nochmal 50 Punkte höher sein müssen, dann ja, aber so ist es das nicht. Das ist eine ganz normale Umkehrkerze, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, wie die heißt, weiß ich nicht. Wir haben dann jetzt hier in den letzten 3 Tagen nicht allzu viel gemacht. Nochmal ein bisschen runter, wir haben korrigiert, also von da oben korrigiert, wieder ins Band rein auf die 10-Tage-Linie. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das hier so anschaue, ich mache es gerne ein bisschen größer. Hier oben habe ich vom Chart jetzt im Moment gar nichts außer diesem All-Time-High bei rund 7700. Ein Top, zwei Top, gleich Doppeltop. Sonst habe ich jetzt hier oben nichts. Als Unterstützung dient für mich erstmal der Bereich 7200, kommend über die 20-Tage-Linie und diesen Chart-Widerstand. 7200 und danach nur der Bereich um die 6950. Von den Bändern her kann ich momentan nichts ablesen, die sind normal breit, da ist nichts Spektakuläres. Das MACD tendiert um die Nulllinie herum, auch völlig ohne Signal, lediglich der Oszillator ist ein bisschen negativ. Ich gehe mal mit euch auf die Woche. Tja, da gilt der Freund als hoch. Aber ich habe hier kein ausreichendes Verkaufssignal. Hier auch nicht. Und auch vom Chart her, wir sind am oberen Band. Ja, das hier ist so eine Art Wochen-Shooting-Star, keine Frage. Das ist negativ aus dem Band raus, ins Band wieder rein. Das ist nicht so schön, aber ehrlich, mir reicht es nicht, um jetzt hier eine wilde Position aufzubauen. Ich bin hier sehr unentschlossen und das ist das, was ich allen möglichen Schülern immer wieder sage. Wenn es nicht deutlich ist, Finger weg, dann verkommt ein gutes Setup zur Zockerei. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und für mich ist jetzt hier wirklich nicht zu sehen, ob die nächsten 100 Punkte runter sind auf die 20-Tage-Linie oder sagen wir mal hier hoch auf vielleicht die 7700. Ich kann es hier nicht an nichts festmachen. Deswegen halte ich mich da also ziemlich raus. Ich habe euch trotzdem ein paar Scheine mitgebracht. Und zwar, der Meinung ist, dass wir wirklich Richtung All-Time-High gehen sollen. Der muss gar nicht erst hier drunter gehen. Ich glaube, es reicht, wenn man eine 7022er Basis nimmt. Damit liegen wir unterhalb der 200-Tage-Linie. Da habe ich hier von Goldman die GA30-7C. Basis 7022, ein unlimitierter Schein. Also wie gesagt, da liegen wir ungefähr hier ein bisschen oberhalb des unteren Bandes, aber unterhalb der 200-Tage-Linie. Gucken wir mal nach dem Short. Und einen Short muss ich legen über die 7700. Alles andere wäre mir ein bisschen zu riskant. Und da gehe ich in diesem Fall auf einen rund 20er Hebel. Das ist jetzt hier 19,88 in dieser Minute, in dieser Sekunde. Das ist eine Basis 7724. Ebenfalls von Goldman. GM5D9L, Dora 9L. 7724 sind wir hier drüber. Da, also oberhalb von diesem Doppeltop. Ich würde sagen, der Freund hat eine 50-50 Chance. So oder so. Und da mir das zu undeutlich ist und ich 50-50 nicht handle, lasse ich die Finger weg. Am Samstag ist Börsentag in München. Meine Gruppe DAX-Räder von finanzen.net sind im Atrium 4, Raum E122. Ich hatte, oder vielmehr ich habe auf YouTube so einen kleinen Film über wer da alles kommt. Ich habe ein richtig gutes Vortragsprogramm zusammengestellt. Ist für jeden was dabei. Würde mich freuen, wenn Sie mal da vorbeischauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.